Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen die Formel für Kugelabschnitt zeigen. Sicherlich haben Sie schon mehrere Kugeln gesehen, bei denen auch ein Segment abgeschnitten wurde. Zum Beispiel wie diese Kugel hier oder genauso die Weihnachtskugeln. Um die Oberfläche und das Volumen dieser Kugelabschnitte zu berechnen, benötigt man einige Angaben, nämlich den Radius der Kugel und die Abschnittshöhe H bzw. den Abschnittsradius. Die gesamte Kugel können wir auch in eine Fläche projizieren, um bessere Übersicht für alle anderen Größen zu bekommen, sowie R als Radius der Kugel, H die Abschnittshöhe und A klein Kreisradius von dem Kugelabschnitt. So kann man mit der Formel 2πr mal h die Kugeloberfläche von einem Kugelabschnitt berechnen. Diese Oberfläche kann man als Mantelfläche sehen, wobei man noch die Kreisfläche berechnen soll und dazu addieren. Die Kreisfläche von dem kleinen Kreis wird mit der Formel Pi mal a Quadrat berechnet, wobei a klein der Radius des Kreises ist und nach der Formel r Quadrat minus in Klammer r minus h hoch 2 zu berechnen. Wenn Sie beide Flächen zusammen addieren, so erhalten Sie die Gesamtoberfläche von einem Kugelabschnitt. Wenn Sie das Volumen bestimmen müssen, brauchen Sie immer die Abschnittshöhe h und den Radius der ursprünglichen Kugel. Um den Radius mit Hilfe des Abschnittsradius zu berechnen, können Sie folgende Formel verwenden: r gleich a Quadrat plus h Quadrat geteilt durch 2h. Wenn Sie nun r und h kennen, ist das Ganze ein leichtes Kinderspiel. So benutzen Sie einfach die Formel v für den Kugelabschnitt der Kugel gleich Pi Drittel mal h Quadrat mal in Klammer die Differenz zwischen 3r und h. Halbkugeln sind besondere Kugelabschnitte. Hier ist der Kreisradius gleich dem Kugelradius. Dies ist der Grund dafür, dass die Oberfläche und das Volumen leichter berechnet werden können. So ist es offensichtlich, dass Volumen für eine Halbkugel die Hälfte von dem Volumen ist, also 2 Drittel Pi r hoch 3 und die Oberfläche 3 Pi r Quadrat, da man auch hier diese untere Fläche mitberechnet. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!